Hast du nochmal Fleisch gekauft? Nein, Salz für 200 Dollar. Ja. Ist so, ist so. Nein. Ja. Nein. Charakter. Oh, ich bin. Hallo? Hallo? Man kann den Po machen, Digga. Kann man den Po machen? Oh. Ja. Oh. Geil, Alter. Ich bin ein Franzose mit einem Glatzkopf. Hallo? Ich bin Marbossa. Ich bin Marbossa. Wir müssen uns aber schon so zu so einem geilen Typen machen. Den Hintern? Oh yeah, baby. Oh yeah. Hintern auf Max, Digga. Okay, let's go. Moin, meine Kebabs. Hallo? Kann man aufstehen? Ah, okay, du musst dich bewegen. Ja. Hallo, Vater, ey, Kind, schläfst du noch? Ich hab dir gesagt, du sollst morgen früh herkommen. Sei nicht so faul. Nee, Jeremy muss vorlesen. Der kann richtig gut vorlesen. Jeremy, du bist der Vater. Okay. Los! Sei nicht so faul und treff mich vor meinem alten Restaurant. Heute ist ein wichtiger Tag für dich. Er ist Franzose. Du musst machen einen französischen Akzent. Ach, oh Scheiße, Anruf beendet. Der hat einfach aufgelegt. Shit. So, zeig dich mal. Ich will mal sehen, wie du. Willst du ins Berghain oder was? Ich hab die schnelle Brille gewählt. Ich will mich selber auch nochmal sehen, ey. Aber du hast einen geilen Arsch, ey, muss ich sagen. Du hast einen geilen Arsch. Hast du den auch ganz hoch gemacht? Ja, natürlich. Der ist maximal, Digga. Alter, dreh ich doch nicht weg, komm mal, ey. So, treffen Sie sich mit Ihrem Vater. Hier bestimmt, oder? Ja, gute Unreal Engine 5, guck dich mal in den Spiegel an hier. Warte. Ich muss kurz das Game auswählen, man hat gar keinen Sound. Richtige Profi. Digga, wie du einfach aussiehst, Alter. Warum du hast ja sogar weiße Haare? Ja. Ich hab alles gemacht, wie ich nicht aussehe. Und deine Boxershot geht durch deine Hose durch, weil du so einen fetten Arsch hast. Obergeil. So, wir gehen mal raus. Kannst du mir eigentlich folgen? Du wurdest mit rausgeschmissen, das ist ja geil. Ich glaube, ich kann dir folgen, ja. Ey, du mieser Sack, Alter, welcher? Richtiger Troll hier, jetzt musst du auch nochmal. Hä? So. Ey, du mieser Sack, Alter. Oh. So, herzlich willkommen in der Welt. Stadt. Digga, die sieht aber gut belebt aus, ne? Hallo? Hallo? Ihr kommt nach Döner essen? Viel Döner? Döner 7 Euro. Musst du Döner essen? Hallo? Engin Butcher Shop. Der ist es nicht, oder? Doch, das ist unser. Oder? Es gibt doch hier bestimmt eine Karte, Moin. Oder? Was hat der? Kennst du doch diese? Komm mal her, komm mal her. Wo bist du denn? Hier. Also. Kennst du doch von damals, so 2013, diese Brillen, die man sich gekauft Natürlich, hat? Natürlich, Digga, auf Malle dann. Ja. Treffen Sie sich mit Ihrem Vater vor dem alten Restaurant. Sind wir jetzt eigentlich Brüder? Vom Arsch her, würde ich sagen. Ja. Ja. Aber okay. Wenn, dann bist du mein Opa. Ja, stimmt. Shit. Ist okay. Das hier Korkmas? Alter, die Leute sehen hier aber auch sehr random aus. Ich versuche. Ah, hier, guck mal, das ist doch unser Vater. Warte, wo bist du? Ah! Hä, wo bist du hin? Ja, hier, da, links, links. Hier, hinter dir, ja, da. Hier, genau. Ah. Da, ja, oh. Ja. Vorlesen. Ach so, da bist du ja. Hallo, er ist Franzose. Bonjour. Bonjour. Ich glaube, ich kann gar keinen französischen Akzent. Okay, warte. Da bist du ja? Français, ma kind. Ich kann das nicht. Warte mal, wer ist jetzt eigentlich das Kind? Weil er schreibt mein Kind. Ja, ich du bin sein richtiger Sohn. Du bist sein Vater, wenn überhaupt. Ich krieg das Erbe. Dann liest du vor, ich kann kein Französischen. Ich geh dir echt auch nicht. Da bist du ja, mein Kind. Du fragst dich sicher, warum ich dich hierher gerufen habe. Es wird Zeit, dass du auf deinen eigenen Füßen stehst. Ich bin hier, um unserer Familienerbe zu zeigen. Mit diesem Restaurant wirst du der beste Koch der Stadt. Ich werde dir die ersten Schritte zeigen. Digga, das will ich nicht mehr. Digga, der ist normal geworden. Okay. Ich sehe, du bist ungeduldig. Ah, diese neue Generation. Also gut, nimm den Schlüssel. Er schneckt sich den einfach. Mach okay, die Tür Mann, auf, los. Bereit. Ja, los. Huh.
Mach das Licht an. Hier. Okay, warte. Mach das Licht an, ja. Und jetzt sollen wir hier... Einmal bitte den Müll rausbringen. Erstmal aufräumen, ne? Ja. Reinigen, halten. Wohin? In die Mülltonne. Ach, in die Mülltonne! Mhm. Ach du liebe Zeit, das ist ein totales Durcheinander. Es sieht schlimmer aus, als ich in Erinnerung habe. Jedes Mal... jedenfalls bin ich froh, wieder hier zu sein. Wir sollten zuerst dieses Chaos beseitigen. Ich meine, du solltest. Weißt du, ich würde dir wirklich gerne helfen, aber ich bin jetzt ein alter Mann. Digga, du hast ja okay. Insta alles hier aufgeräumt in der Zeit. Ja, Junge, zack, 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 zack. Putze den Schmutz von... Putze den Schmutz von dem Boden. Ja, wie? Hier, zack, 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 zack. Einfach nur die Dreckflecken hier. Ah. Digga, das ist Gameplay, Alter. Das ist richtig Gameplay. Hä, drei Flecken sind noch... Ja, haben wir. Jetzt. Gut gemacht! Es ist tatsächlich ein guter Anfang. Es ist immer wichtig, seinen Arbeitsplatz sauber zu halten. Mhm. Und jetzt müssen wir ein bisschen was einkaufen wahrscheinlich. Ich Warenhaus. Tablet. Warenhaus? Aber das müssen wir ja nicht beide machen, oder? Ich habe absolut keine Ahnung. Oberflächen. Jetzt müssen wir ja, wir nehmen mal die günstige Tapete, ne? Die umsonst ist. Ja, easy, safe. Ja, mach mal. Oh, muy sexy. Jetzt müssen wir zu den Böden. Willst du das machen? Willst du die Böden machen? Ja, dann mache ich schnell die Böden. Wo finde ich denn die? Bei den Böden. Hey, cool, danke. Also bei Tapete und rechts daneben ist dann Böden. Kann es sein, dass man aufgeteilt wird für die Arbeiten? Weiß nicht, ich mache auf jeden Fall erstmal. Ich habe Möbel, Station, Oberflächen, Schild, Außenbereich und Stände. Ich habe keinen... Warte, ich schau nochmal. Böden und Tapete und sowas habe ich bei mir irgendwie nicht. Möbel, genau, du hast dann bei... Ich gehe mal auf... Ach, Oberflächen wahrscheinlich dann? Ja, das kann gut sein. Und dann da Boden, ja. Ich okay, okay. Gefunden. Hier hast du noch einen. Eins habe ich dir übrig gelassen. Oh, ey, cool, danke. Mache ich auch direkt, direkt. Welchen Boden hast du genommen? Gleich den ersten? Ja, der gratis, Digga. Was, gratis? Der kostet null. Geschmeidig! Okay, perfekt. Jetzt müssen wir in Bearbeitungsmodus gehen. Okay, das kriegen wir hin, ne? Bearbeitungsmodus. Oh, krass, okay, oh mein Gott, jetzt können wir hier aber wild werkeln, ne? Jetzt müssen wir alles verkaufen. Okay, verkaufen. Verkaufen. Willst du das verkaufen? Ja, ist hässlich, oder? Oh. Der wird das mal umstellen. Ey, ich bin noch nicht so im Simulator-Game drin, ja? Ja, ich merk schon. Ich muss erstmal die Tasten und Knöpfe hier. Wollen wir gleich aufmachen? Hier ist noch ein Tablett vom Vorbesitzer. Erstmal müssen wir hier wieder wahrscheinlich Sitzplätze reinkriegen. Ja, safe. Warenhaus öffnen. Ja, du darfst jetzt hier Tische so ein paar... Ja, genau. Mach mal hier so Tische und Stühle hin. Aber mach muy sexy. Okay. Warenhaus öffnen, Tische aufstellen. Da kosten die aber... 200 ja, Euro. Kein Ding, Digga. Statt Kalb und Hähnchen gibt's Frosch und Schnecke, Digga. Das wäre der Shit. Vierertisch. Ja, hau, komm. Baller hin. Ja, was willst du machen? Willst du oder Vierertisch? Wie willst du es aufstellen? Ja, Digga. Beides. Ja, okay. Beides sagt er. Okay, dann machen wir hier so ein romantisches... Dinner zu zweit. Direkt bei der Küche ist gut, ja? Ja, immer gut. Weil dann hat man nicht so einen weiten Weg, weißt du? Ja, ist gut. Hier so, damit man auch richtig schön nah am Nachbar sitzt und sich mit dem Rücken berührt. Austauschen kann. Mit dem Rücken austauschen. Ey, jetzt hast du es nicht gelesen. Okay, oh, sorry. Hier Abschnitt Theke. Rechts daneben ist das. Also oben in der Mitte und dann rechts daneben, da ist die Theke. Hast du? Hast du? Hä, hey, Marvin, nein. Safe nicht. Ist das nicht da? Das geht nicht, solange du im Tutorial bist. Doch, dieses hier, ja. Ich hab's hier. Hä, hey, wo siehst du denn dieses Wort hier. Theke? Nein, da steht da nicht Theke. Warte, so, abbrechen. Du. Eben gerade war es so bei den Tischen und bei den Stühlen und rechts daneben. Ach so, ja, okay. Und dann okay. Das rechte davon, weil das so aufleuchtet oder das da drunter. Ich würde aber sagen, mit zwei Schachteln. Ah, lol, das leuchtet auf. Ich raff's jetzt erst. Und jetzt gehen wir zur Station. Und jetzt gibt es ein... Messerhalter. Wo wollen wir den hinstellen? Hier, ja, ne? Hier erstmal drauf. Ja, easy. Flop. Das nächste kannst du wieder kaufen. Okay. Könnte ein bisschen länger dauern bei mir. Also guck mal, mein Kind, das ist fast geschafft. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar Küchengeräte, damit du loslegen kannst. Ja. Ich spring dich um! Ich spring dich um! Komm her! Oh, komm her! Gillette Abdi, ich spring dich um! Okay, was müssen wir noch machen? Ich möchte, dass du ein Paket vom Markt abholst. Der Besitzer des Ladens hat es für mich vorbereitet. Ich kenne ihn seit Jahrzehnten. Ja, dann. Okay, ich renn los. Mach mal. Ah, wo ist der Markt? Ja. Also jetzt mal, gibt's hier irgendwo eine Wegweisung oder so? Eine Map?
Eine Map habe ich auch noch nicht gefunden. Also weil, ja toll, Markt, ich renne raus und sehe ja einfach nichts außer Läden. Das ist, geht zum Markt gehen. Wahrscheinlich ist schwierig. Geht der Markt rüber, oder? ATM Bank, for sale. Ja, das ist doch hier. Ja, perfekt, erst gleich nebenan. Ey, leck mich am Arsch. Du musst der neue Küchenchef in der Nachbarschaft sein. Guck mal, der ist erst richtiger Franzose. Alter! Oh, hallo? Doch. Bonjour. A bientôt. Ich bin wirklich froh, dass der Laden wieder in Betrieb ist. Hier ist die Ware, los, nimm mit. Nimm die Box mit. Hör damit. Rührschüssel, Spieß, Anzündholz, blabliblub. Okay, let's go. Geh zurück ins Restaurant. Let's go. Jetzt geht's los, Digga. Oh, wir müssen Wir müssen noch entscheiden, wie teuer ein Döner sein soll, ne? Ja, 10 Euro, wie jetzt auch. 10 Euro. Nice, ja, das ist auch relativ günstig. Platzieren, wo soll ich den platzieren? Hier? Ja, ja, wir müssen den wahrscheinlich erstmal auspacken, ne? Ja, ja, es steht auch da, aber ich musste den auf jeden Fall irgendwo platzieren. Plop, nimm mal. Ah, Digga, du dich die ganze Kiste, nur eine Sache rausnehmen. Plop. Alter, komm her! Komm her! Digga, was das für ein Säbel ist, ey. Ich geh jetzt auf die Straße so. Oh, ich hab die Kiste runtergeschmissen. Oh fuck, ich hab da jetzt schon was reingehauen. Guck mal, hier, Glock. Wo kann man denn diesen Spieß hinstecken? Auch hier rein? Welchen Spieß denn? Achso, ich hab den einfach nur hier hingelegt. Okay. Zack. Hygiene wird bei uns großgeschrieben. Einfach hier auf die Platte. Zack. Okay, jetzt können wir schon kochen. Wie soll das denn gehen? So. Aha. Mhm. Hier haben wir jetzt ein anständiges kleines Restaurant, mit dem du beginnen kannst, deine Träume zu verfolgen. Mhm, Dönerladen ist mein Traum. Kommen wir nun zum köstlichen Teil. Erinnerst du dich an das Rezeptbuch, das ich dir geschenkt habe? Nope. Es ist gut, dass du es digital gespeichert hast. Aha, wir haben also ein Handy. Nee, ein Tablet. Es wurde gerade gesagt, dass man Messer werfen kann. Ich teste das mal eben. Wo bist du hier? Warte. Huh! Oh, das Messer will ich werfen. Huh! Huh! Oh! Digga, das ist hier richtig gefährlich. Okay, wir sollten aufpassen. Stell dir mal vor, potenzielle Kunden stehen schon vor dem Laden. Wir schmeißen uns mit Messern ab. So Machete aber okay. Auch noch. Oh. Speisekarte. Digga, guck dir mal das Schwert an hier. Guck mal, was ich gebastelt habe. Da kannst du direkt die Tomate drauf aufspießen. Aktivier Bestellung anheften. Zum Kochen brauchen wir Zutaten, das heißt, es ist Zeit zum Einkaufen. Es gibt drei lokale Möglichkeiten, bei denen du einkaufen kannst. Ein Lebensmittelgeschäft, eine Metzgerei und der Markt. Ich kenne die Besitzer schon lange, ihre Ware ist immer frisch. Aha. Okay, geht das Kaufen. Ja, ja. Geht man danach dann irgendwie zur Kasse oder? Ja. Okay, das ist ja easy, Digga. Okay, kriegen wir hin. Was brauchen wir denn jetzt? Ich möchte eine Online-Bestellung machen. Das geht nicht. Leute, das geht nicht. Ihr müsst in den Laden kommen. Hier, Metzgerei war doch hier drüben. Das war doch der Bruder hier, oder? Okay, mit G öffnest du deine Rezepteliste. Wir brauchen Salz. Ich gehe mal davon aus, dann gehe ich in den Markt und kaufe den ganzen Bums. Okay, ich habe jetzt Ribeye gekauft. Ribeye? Ribeye? Klingling. Ja, ja, machst du, ne? Aber wo kauft man denn jetzt hier Salz? Kreuzkümmel, Thymian, Klack. Gewürzglas mit Minz. Hä? Gewürzglas mit Minze? Hier ist Salz. Wir brauchen 3 Gramm Salz. 3 Gramm? Wir haben sogar Salz hier, ne? Salz haben wir? 150 Gramm haben wir da, ja. Geht nicht, solange du im Tutorial bist. Ja, weil wir Salz wahrscheinlich da haben. Ah ne, du musst zum Lebensmittelgeschäft gehen. Was brauchst du denn da? Ja, ich bin im Lebensmittelgeschäft. Oder einfach hier nur was bezahlen? Ja, ja, ich muss bezahlen, aber ich kann nicht. Da steht, das geht nicht, solange du im Tutorial bist. Wie viel hast du denn gekauft? 3? Vielleicht geht nur 1. Kannst du es wieder rausnehmen? Nee. Was müssen wir denn eigentlich hier überhaupt kaufen? Ja, guck mal, hier steht ja Präparation. Okay, Salz. Achso, ich dachte, ich muss jetzt Salz kaufen, weil es auf der Liste steht. Aber okay, dann müssen wir es nicht kaufen. Okay. Vielleicht müssen wir... Locked. Alles noch locked. Thymian. Leute, helft uns. Wie kann man das hier entlocken? Also, dass ich nicht mehr bezahlen muss. Dass ich das einfach mitnehmen kann. Also, du hast das Game jetzt schon kaputt gemacht, oder was? Mach einfach 1000 Mal hier. 2000 Mal. Bam. 4 Mal jetzt. Kannst du bezahlen? Nee. Nee, hä? Oder müssen wir hier noch Teller oder sowas vielleicht kaufen? Hören Sie auf! Warte mal. Ja.
zum Lebensmittelgeschäft. Vielleicht gibt es ja noch ein anderes Geschäft. Vielleicht ist das hier das Lebensmittelgeschäft. Du warst beim Falschen. Hier. Hallo? Ja, 5 Tomaten. Wir waren beim Falschen. Brudi, einmal mit Profis hier, Brudi. Petersilie. Das kriegst du hin, hier. 100 Jahre später. Guck mal, wir haben hier unsere Kühltheke, da ballerst du die ganze Scheiße rein. Oh, dass man alles hier einzeln immer abschmeißen muss, ist richtig nervig. Hast du das Messer gesehen, Digga? Guck mal, batz. Bam. Hier schmeißt du mal, oder kann man alles auf einmal rausnehmen? Nee, kann man nicht, schade. Oder vielleicht, wenn ich öfter F drücke. So, wo ist die Kühlbox? Hier. Wie das so random einfach einzeln in dieser Kühlbox liegt. Hallo, Mr. Critch. Digga, du machst ja absolut gar nichts. Digga, steht einfach nur rum, er macht den Deko oder was? So. Was müssen wir jetzt machen? Was war das gerade? Ein Ribeye aus der Eisbox nehmen. Ja, habe ich. Schneidebrett. Icebox. Das machst du jetzt mal. Komm, schnibbel das mal. Schnibbel die Schnopp. Ja. Da, siehst du das? Zack, zack, zack. Alter, nicht schlecht, Brudi. Aber warte, Messer natürlich ordnungsgemäß. Muss man das eigentlich abwaschen? Nein, okay. Es geht immer dreckig wieder in diesen Halter rein. Okay. Schwarzer Pfeffer auf das Ribeye. Ja, noch mehr? Gib mir mal hier. Ja, mach Rupp. Salz? Ja, Salz habe ich schon. Nur noch, Salz, ja. Ja. Nur noch Salz. Marv? Ja, das ist der hier. Soll ich einfach mal reinbrezeln? Ja, warte. Und jetzt nur noch anzünden, Brudi. Fackel ihn ab. Fackel ihn ab! Warte, geht nicht. Jetzt. Und jetzt raufwerfen, ne? Plopp. Wir können das Ding flippen. Geil, ey. Wann ist denn das durch? Ich weiß nicht, bis die... Da steht doch, warte, bis die Scheibe gar ist. Das steht hier oben. Siehst du, oben? Nee. Wenn du drauf guckst auf das Fleisch, da oben diese Anzeige. Okay. Boah, du weißt schon, dass das echt chaotisch werden kann hier heute. Ja, das könnte interessant werden. Ist das dann durch oder ist es dann kaputt? Wie kaputt? Ja, wenn es durch ist, weißt du, ich dreh mal lieber um. Naja, genau, du sollst es jetzt umdrehen. Jawohl, vollständig gar. Nimm mal lieber raus. Fuck. So, ich glaube, das sollte jetzt reichen, oder? Einmal drehen, wenden. Wenden und drehen. Nehmen Sie einen Teller aus dem Kühlschrank. Aus dem Tellerschrank. Was für den Kühlschrank gemacht. Damit das Fleisch schön kalt wird. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, leg hin, Brudi. Achso, what? Teller anrichten. Ich trete gerade hier auf der Theke rum. Erst mal aufs Ribeye drauf treten. Stepdance drauf machen. Stepdance. Oh, warte. Wir können ja eigentlich direkt weitermachen hier. Zack. Nee, können wir nicht. Vielleicht musst du eine Tomate noch so drauf brezeln, so. Vielleicht müssen wir die klein schneiden, warte. Ja genau, Marvin, wir müssen jetzt einfach Petersilie draufschmeißen, so, fertig. So, wir machen Tomate klein schneiden, hier, bisschen drauflegen, lecker. Oh, siehst du, ja. Oh, Alter, ja. Strong. Schnippel mal. Aber mit der Petersilie geht das nicht. Oder? Wie geht nicht? Achso, ein Stück rausnehmen erstmal, hier, guck mal. Ich nehme jetzt und lege drauf und wir machen lecker. Ja, ey, ich bin einfach Simulatoren-Profi, Digga. Junge. Auf der Serviertheke wird die Präsentation ihrer Speise abgeschlossen. Vergewissern Sie sich, dass ein Gericht auf Ihrer Speisekarte steht, bevor Sie es auf die Serviertheke legen. Die Bedienungstheken bewerten die Gerichte nach verschiedenen Kriterien. Wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, können Sie das präsentierte Gericht jederzeit wieder entfernen. Auf diese Weise können Sie sich vor der Öffnung vergewissern, bla 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 bla. Okay, kriegen wir hin, ne? Oh, aber bestimmt. Guck mal. Oh, Hitze nur 56%. Da müssen wir nochmal gucken, wie das geht. Guck mal, der frisst das jetzt. Digga, wie billig einfach diese Tomaten, echt? Diese Petersilie da drauf ist, ey. Das hat jetzt aber schon länger gedauert. Guck mal, wie er Augenkontakt hält beim Essen, Digga. Das ist ein richtiger Psycho. Schmeckt dir das? Ich hoffe, dir schmeckt das. Mit dem Messer in der Hand, warte, ich will auch. Schmeckt dir das, Opa? Schmeckt dir das? Schmeckt dir das Essen? Ich hoffe doch, ich schmeckt dir das Essen. Okay, dann Teller also wegnehmen und putzen wahrscheinlich, ne? Oh, Geld her, zack, meins, $100. Ciao, ich kündige. Machen Sie Ihre Vorbereitung und öffnen Sie, wenn Sie bereit sind. Okay, ja, wir sind erst bereit. Müssen wir aufräumen. Erstmal alles wieder hier reinräumen. Wir möchten doch nicht, dass Kunden ihr Essen auf schmutzigen Teller bekommen. Ja, machen wir. Waschen ist doch easy. Einfach so, oder? Ja, okay, das war easy. Einen Spüler oder so. So, bam, bam, oh, bam, bam. Ich packe mal hier hoch. Okay, was will der Opa schon wieder? Achso.
Wie du vielleicht weißt, hängt es von vielen Faktoren ab, wie gut du ein Restaurant führen kannst. Du kannst vielleicht gut kochen. Digga, hast du eh gedrückt oder was? Ich hab nicht gelesen, was er gesagt hat. Ey, nein, ich hab gar nichts gedrückt. Okay, dann öffnen wir jetzt den Lachs, oder? Ich bin aus der Tür rausgegangen. Warte. Sie können Ihr Restaurant für Kunden öffnen, indem Sie mit Ihrem Schild interagieren. Ja. Schild umdrehen. Geschafft. Perfekt. Wir haben nicht mal richtig Zutaten und so, oder? Doch, wir haben ein Fleisch noch. Hast du nochmal Fleisch gekauft? Nein, Salz für 200 Mein Monk hat gesagt, das kann also nicht stehen bleiben. Okay. Hä? Jetzt kommt irgend so ein Dude rein von drüben vom Laden und nimmt sich einfach das schon ange... Ey, Marvin, hallo? Ja? Wir können nicht öffnen. Wir haben nicht mal die Zutaten und so, die kommen hier rein. Hä, warum nicht? Die schnappen sich doch da gerade was. Die sind doch super zufrieden. Achso, aber wir haben nicht genug Tische, glaube ich, oder? Soll ich nochmal ein paar Tische aufstellen? Ja, gerne. Das war schon? Okay, machen wir sauber hier. Perfekt. Dann stelle ich ein paar Tische auf nochmal. Ja, mach das. Möbel. Ich stelle so einen großen Tisch auf. Alter, wir können die Farbe sogar auswählen, Marvin. Ja, dann... Das richtig gemütlich dunkelbraun machen? Dunkelbraun, ja. Digga, mach das richtig schön flippig. Hier so dunkelbraun. Stell mal ein bisschen was auf. Ich glaube, das kriegen wir schon gut hin. Ja. Ich habe übrigens gerade um $200 verdient, ne? Sehr gut. Ja. Und ich hab jetzt 300 ausgegeben. Wir haben übrigens hier mit diesem Essen gerade mal 1,9 Sterne. Ne? Das kriegen wir bestimmt noch ein bisschen besser hin. Ja, safe. Aber ich frage mich gerade, ich bin komplett verbrannt, Digga. Schmeißen wir mal eben weg, ja? Ist das gemütlich hier in der Ecke, so ein Tisch? Ja, bestimmt. Easy, oder? Aber die müssen ja auch noch Platz haben, um sich hinzusetzen. Da brauche ich jetzt nochmal ganz kurz eure Hilfe. Guck mal, was will sie haben? Sie will... Ja, wir sollten nicht unser ganzes Geld jetzt rausknallen. Ich glaube, das reicht erstmal an Tischen. Guck mal, die können sich das war das hinsetzen. Letzte. Jetzt habe ich verstanden, wie das funktioniert. Okay. Aber wie funktioniert's? Also legst hier was hin, was sie dann essen können. Ne? Also wir brauchen jetzt wieder... Geh mal ganz, ganz schnell zum Metzger und hol Ribeye. Ja. Ribeye. Das brauchen wir ganz, ganz schnell. Wo ist der Metzger? Rechts von uns. Ah, rechts da, okay. Da kaufst du jetzt einmal Ribeye. Ja. Oh, der... Ja, einen werden wir jetzt vergrauen, leider, weil wir nichts mehr da haben. Shit. Baldig, Bro, baldig! Leg ich erstmal hier hin, vergammelt wahrscheinlich. Okay, Ribeye. Wo ist Ribeye? Hier ist Ribeye. Wie viel soll ich kaufen? H2. Zwei, okay. Let's go. Und jetzt ganz, ganz run, schnell. Boy, wir brauchen dich. Der eine ist jetzt schon richtig sauer. Hier siehst du, der ist richtig sauer. Ja, let's go. Schmeiß hin. Einmal rausnehmen, schneiden bitte. Ja. Einmal schneiden. Zack, 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 zack. Ich nehm's mir, grille den Scheiß. Vielleicht können wir das auch gleich mit drauf schmeißen. Musst du das nicht erst salzen und dann... Hast recht. Dreimal war das, ne? Dreimal beides. Dreimal? Dann brauchen wir aber noch ein Ribeye. Weil... Ja, wir brauchen noch ein Ribeye, oder? Ja. Let's go. Messer zurück. Nein, ich meine dreimal salzen. Ach so, oh. Was will er? Auch Ribeye? Kartoffeln oder was ist das? Die Zitrone. Die wollen alle das gleiche, Brody. Die wollen alle das gleiche. Sicher? Ja, ich glaube, das ist alles das, was eben gerade auch da war. Hier ist ein neues Gericht. Echt, was wollen die denn? Ja, gegrilltes Fleisch. Ja. Und Kartoffeln? Hol mal Kartoffeln. Was steht da? Sieht aus wie Kartoffeln, oder? Ja, hol mal schnell Kartoffeln. Wir machen das. Okay, warte mal, aber wir müssen das Gericht rüberziehen. Nee, warte mal, ist das nicht schon bei uns hier? Nee, schon gut. Da steht bei mir New, obwohl es das schon gibt. Tomaten kommen doch drauf, ne? Der Tag ist vorbei, räumen Sie auf und schließen Sie das Restaurant, um den Tag ausklingen zu lassen. Okay. Aber wir haben hier noch einen Dude. Ja, deswegen, wir brauchen... Achso, hast du keine Kartoffeln geholt, oder wie? Nee, das sind keine Kartoffeln. Alles gut, das ist das Gericht von eben. Aber warum auch immer das aussieht wie Kartoffeln? Achso, dann können wir das doch noch servieren. Schnell Petersilie drauf, ja, Petersilie. Und leg's schnell dahin. Los, schnell rüber zur Kasse. Kasse 3, da mach ich's. So, servieren. Ey, da fehlt das Fleisch, Digga, da fehlt das Fleisch! Was ist das Fleisch, Digga? Wir haben nämlich im selben Moment draufgeklickt und in dem Moment, wo du das genommen hast, hab ich das Fleisch runtergelassen. Ey, Mann, ey. Oh, okay, das kann ja was werden hier. Okay, die Leute waren richtig unzufrieden. Ich würde sagen, okay, egal, let's go, wir müssen anknüpfen. Ein Laden kann nie von Anhieb gut, auf Anhieb gut laufen. Guck mal. Let's go, wir räumen alles auf, entspannt, wie wäscht man es ab, so. Wir können jetzt erstmal schlafen gehen, ne?
Ja. Okay, gehen wir erstmal schlafen. Digga, der erste Tag war schon mal ein richtiger Reinfall, ey. Ach, Quatsch. Bist du auch direkt da? Warte, jetzt hab ich abgewaschen. Wir gehen jetzt erstmal ins gemeinsames Bettchen hier. Komm, leg dich hin hier. Oh, wir haben ein neues Gericht, oder was ist das? Nee, hab ich auch gerade gedacht. Das ist immer noch das alte Gericht. Ah, okay, schade. Überspringen. Tägliche Einnahmen. Ist ja fast wie bei mir in Real Life. Okay. Tag, let's go. Ja, wir wussten eben nicht. Also, 3 Einheiten kriegen wir ungefähr durch einen Teller. Ja. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Wir öffnen den Laden sofort, ne? Und dann gibt's erstmal. Wobei? Nein, nicht sofort öffnen. Okay. Erstmal einkaufen gehen. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Was will er denn, Digga? Ich hab diesen Ort schon aufsteigen und fallen sehen. Du musst sein Kind sein. Oh, Digga. Hoffentlich bist du nicht wieder eine Enttäuschung. Hehe. Digga, hehe steht da einfach. Er sagt einfach hehe. Warum stehen die eigentlich so hinter dir, die Leute? Und sie einfach so hinter dir steht. Okay. Eine Speisekarte erstellen, um das Restaurant zu öffnen. Ja. Okay, ich gehe mal auf Speisekarte. Vielleicht haben wir. Ah ja, okay. Zack, Speisekarte erstellt. Kommst du rein oder Bock? Ja. Kein Bock zur Arbeit, ich geh nach Hause, Chef. Bin müde. Speisekarte, ja, haben wir. Okay, wir müssen hier alles vorbereiten, Marv. Hähnchenbrust. So, Teller zurück, Petersilie, wieder in den Kühlschrank. Okay, das kriegen wir aber hin, ne? Weil hier war ja kompletter Bullshit, den wir jetzt letzten... Oh nein! Oh, alles vergammelt, shit. Ach du Kacke. Ja, dann in die Tonne ne? Okay. Also, ich kaufe neues Ribeye. Nein, das haben wir noch. Nein, haben wir nicht mehr. Doch, hier. Ja, die 2 Stücken, aber wir wollen noch mehr Kunden bedienen als nur 2. Nein, deswegen sage ich ja, aus einem Gericht kommen locker 3 Gerichte. Aber guck mal, das macht doch gar keinen Sinn. Dann in der Zeit, wo dann die neuen Kunden reinkommen, müssen wir erst losgehen einkaufen. Dann lass uns doch das lieber ein bisschen auf Vorrat haben. Okay, ja, dann kauf irgendwie, wie viel? Ich hole nochmal ein Ribeye, das sollte reichen, glaube ich, bei dem Ansturm. Wir kriegen ja gerade mal 6 Kunden, 8 Kunden. Okay. Oh, warte. Ja. Okay. Feinschmecker sind die Lebensmittelrichter, die du überwinden musst, bevor du dich dem Meister stellst. Sie haben alle unterschiedliche Anforderungen und Herausforderungen. Um von einem Feinschmecker eine gute Note zu bekommen, musst du zuerst die 3 Gerichte beherrschen, die sie verlangen. Wenn du dich bereit fühlst, kannst du sie in einem Restaurant einladen und versuchen, sie zu schlagen. Okay. Indem du das spezielle Rezept zubereitest, indem sie sich um das sie dich bitten werden. Auch wenn du beim ersten Versuch nicht bestehst, kannst du sie später wieder in dein Restaurant einladen. Okay. Okay, also wir haben jetzt hier einen Gourmet, der ist irgendwie... Yuan heißt der, Yuan. Juan? Hey, kannst du was auswählen? Nee, das kommt wahrscheinlich später. Okay, weil meine Maus hat gerade rumgebackt. Ich wurde nämlich direkt zu den Gourmets weitergeleitet. Toni und Elena gibt's. Achso, und es gibt noch mehr. Es gibt sehr, sehr viele, ja. Monsieur Anton. Ah, und der Master ist der Dude, der uns gerade hier vollgequatscht hat mit seinem Hehe. Hehe. Roffel. Ah, wir können sogar Mitarbeiter dann einstellen. Okay, das ist nice. Mhm, das ist smart. Wir grinden das heute durch. Bis in die Nacht. Fehlt da noch Kohle irgendwo? Ich mach schon mal. Soll ich schon mal den Ofen anmachen hier? Mach du. So. Brauchst du noch nicht schneiden, ne? Wir haben ja hier. Aber was ist, wenn ich das schneide direkt schon und das reinlege? Dann geht das doch viel schneller im Zubereiten. Ja, mach das mal. Ich weiß nicht, ob es dann irgendwie weniger, also ob es dann schneller kaputt geht, weißt du? Das ist. Ja, aber wir müssen es halt mal testen, weil das würde uns auf jeden Fall Zeit ersparen, wenn wir das hier auf jeden Fall reinlegen. Aber woher weiß ich, dass das immer 3-mal gewürzt werden muss und 3-mal gepfeffert werden muss? Gibt es irgendwo ein Rezept, das besagt 3 Gramm Salz und 3 Gramm Pfeffer? Steht das da irgendwo? Speisekarte. Hä? Unserer Speisekarte? Also sie müssen ein Gericht... Backt das Spiel rum? Sie müssen ein Gericht zum Servieren öffnen. Ja, haben wir doch noch gar nicht, Brudi. Haben wir doch noch gar nicht. Ich dachte, man muss das Gericht nur reinmachen und kocht das dann, wenn die Leute kommen. Weißt du? Ja. Haben wir schon einen Teller kaputt gemacht? Ah ne, ein Teller ist noch hier. Machen wir kurz hier sauber. Okay, und du kannst jetzt erstmal Fleisch drauf brezeln. Ne, das war noch nicht durch. So. So, jetzt durch. Jetzt machst du Tomate drauf, Petersilie. Und dann kannst du es da reinlegen und dann hätten wir, glaube ich, für 3 Speisen hätten wir dann alles am Start. Ein Blatt nur? Ein Blatt, ja. Okay, let's go. Also wir können mal 2 Blätter versuchen, ob es dann irgendwie mehr Sterne gibt. Warte.
Oh, man kann das sogar richtig drehen. Meinst du, es hat eine Auswirkung, ob man das richtig schön anrichtet oder einfach nur drauf klatscht? Ja, mach mal gerne. Man kann das sogar so richtig so zack. Zack. Oh, ja, dann. Oh. Dann bring das mal dahin. Ja, so. Und jetzt kannst du den Laden öffnen, ne? Oh, Alter, Backen 83%, alles ist grün. Zutaten 93% und Hitze hast du perfekt gemacht, 100%. Dann würde ich sagen, Abfahrt, ne? Open. Okay, let's go. Weiter geht's. Hä? Ja. Oh, hier ist noch Müll. Wie bei SpongeBob. Was ist eigentlich hier? Ist das ein Lager? Achso, das ist eine Toilette. Haben wir echt eine Toilette? Müssen wir auch noch anbieten. Klar, ein Restaurant hat Pflicht, eine Toilette zu haben. Das stimmt. Was will der Heinrich? Okay, das haben wir alles da, ne? Ey, da fehlt locker was, Digga. Da gehören eigentlich noch Kartoffeln dazu. Ich hole kurz Kartoffeln, ja? Ja, Restaurant-Level. Dann fange ich schon mal an hier. Das ist alles noch gelockt. Ich kann nichts kaufen. Ja, das ist das Problem. Okay, dann vielleicht in Bashuglu. Der Weed-Simulator, der ist erstmal nicht geplant. Aber vielleicht irgendwann wieder. Der hat hier wieder ein Update. Kochtopf. Okay, hier kann man auch noch ein paar Sachen kaufen. Okay, geil. Aber das ist wahrscheinlich für das Tutorial. Warum haben wir hier eigentlich Rührschüsseln, Alter? Die nehmen voll Platz weg. So, wenn die fertig sind, musst du hier wieder Attacke machen. Dann kurz mit dem Quatschen und Geld abgeben. Ja, du kassierst jetzt ab. Ich mach gerade Abwasch und mach gerade das Fleisch schon. Okay. Ich glaube, ein Gericht sollten wir noch haben. Kommen Sie bitte, kaufe Bissale. Tega, ey. Marvin, aka der Ziegenzüchter. Aber da fehlt wirklich noch Kartoffeln. Ich glaube, dann würden wir es noch weiter upgraden. Ist immer noch was da. Drei Gerichte hatten wir jetzt schon rausgegeben. Vielleicht sind es auch vier. Schauen wir mal. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht zu krass gehitzt. Ich muss gerade mal erstmal klarkommen damit. Dann hitzen. Ja, dann guck mal auf der anderen Seite. So, zack. Zack. Warte. Hier habe ich schon Petersilie vorbereitet. Sehr schön. Oh fuck. Einmal bezahlen. Dankeschön. 100 haben wir wieder. Oh, ist wieder leer. Wir brauchen wieder was Neues. Ja. Bin gerade dabei. Digga, sofort wird der Teller entfernt. Wie man das in einem guten Restaurant macht. Okay, dann einmal bitte hinstellen. Digga, nice. Ah, okay. Backen 61%. Hitze 100%. Zutaten 80%. Okay, perfekt. Let's go. Aber nur 1,5 Sterne. 1,5? Aber weißt du, was das Problem jetzt war? Backen. Ich weiß nicht, was bei Backen. Also... Ah, warte. Ich glaube, ich weiß was. Let's go. Okay. Digga, du hast das Fleisch nicht fertig gemacht, Brudi. Hä? Das ist auf der einen Seite, hast du es einmal gedreht? Ja, habe ich. Digga, sieht das immer so aus? Guck mal, das sieht roh aus hier bei ihm. Nee, ich hab's gedreht. Es war sogar überhitzt schon. Außerdem Hitze hab ich doch gerade 100% bekommen. Okay. Vielleicht lag's am Backen? Hast du das gebackt? Gebacken? Na, also hier steht die ganze Zeit Backen. Also ist auf jeden Fall nur auf 1,5, ne? Wir hatten sonst 1,9. Ja. Aber keine Ahnung warum. Das schaut nicht aus wie ein Dönerladen. Noch nicht, aber wahrscheinlich kommt das noch. Wir können ja mal kurz gucken. Wir verkaufen vor allem gerade Steak. Hier, einfacher Kebab, Tomatenkebab, das kommt später noch. Wir sind jetzt einfach nur gerade bei Fleisch. Wir brauchen Restaurantstufe 3. Hier nämlich. Jetzt können wir nämlich Hähnchenbrust anbieten. Okay, let's go. Digga, das. Bei ihr ist das auch komplett roh gewesen, der ganze Bums. Erstmal manchmal so eine Lebensmittel. Ja, das ist ganz normal, Digga. Alles gar kein Problem. Okay, da kann ich aber auch halt nicht holen. Okay, ich versuche jetzt was. Ich versuche jetzt den Ausschlag von dem roten Strich, der wird ja rot und dann wird er dunkelrot. Ja. Und ich flippe das jetzt, wenn der dunkelrote Strich kam. Also voll ist. Vielleicht hat das was mit dem Backen zu tun. Ich geier mir das auch nochmal an. Oh, warte. Weißt du, wie ich meine? So, jetzt habe ich es geflippt. Das war sozusagen der Heilige. Hast du es eigentlich vorher gewürzt? Ja, habe ich. Okay. Stellst du schon mal einen Teller hin? Ja. Ich nehme mal, den hier. Tomate wird geschnippelt. Schnapp. Okay. Zack. Petersilie hier einen rausnehmen. Klack. Und jetzt komm. Nein. Die ist vergammelt. Was vergammelt? Guck mal, die Petersilie ist vergammelt. Okay.
Hä, wie, der Laden ist schon längst geschlossen, der ist hier noch? Was ist denn verkehrt mit ihm? Achso, der will nur bezahlen, okay. Oh nein, warte mal, dann... Unser Laden ist geschlossen, wieso haben wir dann jetzt ein Gericht gemacht? Kannst du das in den Kühlschrank hauen? Ja, ja, safe, safe, safe. Okay. Tu das Ding hier, raus mit dir! Okay, und jetzt können raus wir... Raus aus dem Laden! Mach dir die Tür auf, tschüss. Jetzt können wir auch selber wieder rausgehen, bei Google, danke! So, wir gehen schlafen und... Vielleicht... Warte. Nee, dunkelrot ist verbrannt, sagt der Chat gerade. Du hast es also fast verbrannt. Okay, werden wir ja morgen sehen. Peter Siegel kurz einmal wegräumen. Oh hey, ja, Daniel, das ist nein, gut. Wir können nicht schlafen gehen. Wir müssen schon mal alles vorbereiten hier für morgen. Okay, ja, ich mache auch ein bisschen mit hier. Wasche den Bums. So. Ab. Können wir nämlich gleich wieder durchstarten. Rührschüssel zur Seite. Machen wir auch. Ja, mache ich. Können wir die nicht hier unten irgendwo reinstellen? Guck mal. Zack. Okay. Oh, guck mal, wir können auch die Schubladen aufmachen. Das heißt, wir könnten die jetzt auch... Wir können die sogar perfekt da reinstellen. Nein. So, zu. Perfekt. Zu. Dann können wir jetzt rausgehen aber, oder? Messer natürlich. Aber das ist stecken. Ja, das ist ja gerade nur das Tutorial, ne? Nee, wir sind fertig mit dem Tutorial. Wie, wir sind fertig mit dem Tutorial? Das Tutorial ist durch. Das Tutorial ist durch? Sonst hätte ich vorhin das Salz nicht kaufen können. Das Salz konnte ich erst kaufen nochmal, wenn das Tutorial fertig ist. Ah, okay, okay. Aber jetzt guck mal, Einnahmen 800, Alter, Ausgaben Digga. 200. Jetzt haben wir schon richtig Pada gemacht, ey. Neuer okay, Tag, let's go. Okay. Und jetzt haben wir endlich ein neues Rezept. Neues das heißt, Rezept. Ich gehe rüber. Das kannst du hier beim Fleischladen wahrscheinlich holen. Und jetzt können wir hier ein bisschen... Ja, ich guck mir das... Oh, hier steht wieder wer. Inspektor, mein Gott, was für ein Gestank. Ich hab dir gesagt, du sollst dich um dein Restaurant kümmern. Dafür muss ich dich bestrafen. Was? Ja, was will er denn, Brudi? Was will er denn? Hol das Messer, Marvin. Ja, ja, warte, ja, ich hol das Messer. Keine Wahl. Das große, hol das große. Oh, den Spachtel da, oder was? Was, AMK? Was? Was für Inspektion, hä? Was für Inspektion? Ich mach schnell, das Bad fertig, ja? Wir sehen uns drin. Ja. Sie müssen Ihr Restaurant sauber und frei von verdorbenen Lebensmitteln halten. Denken Sie daran, dass Ihr Bußgeld Sprachzentrum deaktiviert. Aber jetzt krieg ich's hin. Expelliarmus! Ich hab mit meinem Zauberstab in der Hand. Expelliarmus. Exponentiell steigen werden, wenn Sie so weitermachen. Ich hoffe, dass Sie beim nächsten Mal besser aufpassen. Aha. Ja, das war mein Fehler, muss man aber dazu sagen. Ich habe ja vergammeltes Fleisch scheinbar abgegeben. Du hast mal aufs Ribsteak, Ribeye, schön Petersilie drauf. Die fliegen. Okay. Dann... Steht da gerade irgendwas? Das Gericht lebt noch. Warte. Kann ich da einen Text dazu schreiben? Ich hätte gerne einen Text. Sprachzentrum deaktiviert. Okay, Marv. Warst du einkaufen? Ja. Wo ist der Karton? Ah, warte mal. Alter, wir haben sogar Mucke. Ja. Ah, okay, da kann man echt noch ein bisschen was machen. Ja, ist cool, ne? So, was will der eigentlich? Wir müssen ja nur aufpassen, dass sie hier nicht ins Essen gekackt wird, oder? Das ist so, ja, das ist das größte Ding. Wenn du nicht ins Essen kackst, ist alles gut. Wir gucken uns die Speisekarte an, freischalten. Jetzt haben wir es freigeschaltet, das Rezept. 3 Sterne sogar. Und 130 können wir dafür verlangen. Jetzt gehen wir mal kurz rüber. Eben gerade hatte der Fleischer nämlich noch nichts am Start. Vielleicht ist es aber jetzt freigeschaltet. Und ich soll auf das... Ah, warte mal. Eine Sache will ich mal kurz testen, denn... Jeremy, schau mal hier oben. Ja. Da steht ja noch nichts. Komm mal raus und guck dir mal das Brett an. El Bretto. Oh, ja. El Bretto. Wo hatte ich das jetzt gerade gesehen? Hier, genau. Hier. Aha. Und jetzt? Ah, und jetzt? Ey, wieso sehe ich nichts? Hast du eigentlich Game-Mucke an oder hast du normale Musik an? Digga, ich bin hier in so einem Geistmodus jetzt unterwegs. Wieso das? Wie komme ich hier wieder raus? Ich habe einmal J gedrückt und wollte GEMA schreiben für Jeremy Mabossa und jetzt bin ich... GEMA, die GEMA kommt GEMA. Auch bei uns. Jetzt bin ich hier so gefangen, Digga. Weiß ich... Wie komme ich Escape hier raus? Immer. Nee, Escape, auch nicht. Okay. Muchachos, ihr habt mich gerade hier reingeritten, ja? Was muss ich machen? Digga, jetzt gucke ich mich die ganze Zeit hier einfach nur an. Ich sehe aber echt smart aus. Siehst du mich? Ja. Guck mal, wie die mich anguckt. entschuldigen Sie, was wollen Sie? Mhm. Liebe auf dem ersten Blick. Alter 4 wird geschrieben. Dankeschön. Ich bin in so einem Fotomodus gefangen gerade. Ich muss mal gucken, wie ich hier wieder rauskomme.
Drücke alles. Drücke jede Taste gerade. Aha, aha. Digga! Jeremy, helfen Sie mir! Ich weiß nicht, was ich machen kann. Aber wenn du rausgehst, werde ich auch rausgeschmissen, oder? Ja, wahrscheinlich. Windows-Taste plus I. Sieh mal diese Kommentare, Alter. F12 darf ich nicht drücken, weil dann wird der Stream beendet. Ja, was machen Sachen, Brudi? Was machen Sachen? Die anderen F-Tasten kann ich ja drücken, ne? Okay, wenn nicht, ich würde schon mal weiterarbeiten. Ja, ja, ich schaue mich hier mal um. Weil wir verplempern gerade einen Tag. Okay, let's go, wir müssen das alleine regeln. Unser Kollege hat Zahnschmerzen, muss zum Zahnarzt. Let's go. Teller hin schon mal. Runder Teller, let's go. Zack. Ich bin wie so ein Kamerateam, das sich dich jetzt einfach nur die ganze Zeit verfolgt. Ist das Ribeye noch... Ist das Ribeye noch gut? Vielleicht muss man das mal neu wärmen. Ja, habe ich auch gerade überlegt. So, ich schicke nochmal. Ja, let's go. Hä? Die Kohle ist weg. Ja. Okay, wir brauchen neue Kohle. Neue Kohle kaufen. Kohle. Okay, ich pack's schnell hier rein. Nein. Digga, jetzt habe ich hier ein J, Digga, sind wir einfach nur J. Ich mach den Tag erstmal nur noch das Anfangsgericht, weil ich glaube, wenn ich zwei Gerichte jetzt alleine machen muss. Hitze null, Marvin. Nee, wir müssen das entfernen. Okay. Oder? Entfernen wir das jetzt einfach? Ja, es ist kalt, das Essen, das können wir nicht servieren, scheiß drauf. Also ich muss irgendwie was gerade machen. Ich weiß, ich komme hier nicht mehr raus, Digga. Ich muss hier leider Alt F4 erstmal, Jeremy. Wir haben ja zwischendurch gespeichert. Warte mal. Das J ist jetzt auch weg. Warum ist das J jetzt auch weg, Digga? Digga, was passiert hier, ey? F1 mit F1 ändert sich kaum was. Habe ich hier rechts irgendwie hier unten so eine Leiste. Boop, boop, boop. Aber keine Ahnung, was das ist. Deswegen, ich muss leider Alt F4 erstmal, es tut mir leid.